Also, wir beginnen pünktlich. Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Darf ich den Drücker heute Abend in der Baumusterzentrale? Das ist unser dritter Treffpunkt Gestaltung im Handwerk. Erlauben Sie mir ganz kurz noch auf den Anlass von nächster Woche hinzuweisen. Das ist ein Brown Bag Lunch am nächsten Donnerstagmittag. Da geht es um Systematik im Stahl. Es geht um die Erweiterung der St. Jakobshalle in Basel. Das ist Bärl Kreutler, Architekten aus Zürich und Basel. Sie werden das Projekt vorstellen und dann im Spezifischen auch auf diese Pfostenriegelfassade eingehen, die da verbaut wird. Das ist dann zusammen mit der Firma Janssen. Das ist am nächsten Donnerstag. Wenn Sie sich interessieren, können Sie sich gerne anmelden. Nun, der heutige Anlass, Gestaltung im Handwerk, dreht sich um eine Siedlung in Holland, in Drachten. Eine Siedlung aus der klassischen frühen Moderne, 1920er Jahre, ein Projekt von Theo van Doesburg mit einem sehr prägnanten oder sehr speziellen Farbkonzept. Das Ganze ist eben mit fast 100-jährig geworden und hat einer dringenden Renovation bedurft. Also offenbar wurden da ganz viele Farbschichten auf dieses originale Farbkonzept gemalt. Da musste man natürlich wissenschaftlich dahinter gehen, wie das gemacht wurde, was für Ansätze gewählt wurden, wie die ganze Analyse stattgefunden hat und dann auch die Umsetzung gemacht wurde. Dafür haben wir die drei Referentinnen hier heute Abend. Zwei vom Haus der Farbe, das ist die Steffi Wettstein, die ist Kunsthistorikerin. Herzlichen Dank, Steffi, dass du hier bist. Dann Marcella Wenger, sie ist Farbgestalterin. Sie waren beide in Holland und haben dann zusammen mit Liselotte Kappus. Lisette, Entschuldigung, ist. Lisette Kappus, haben sie diese Analyse gemacht. Sie haben die Methodik auch zusammen diskutiert und erarbeitet, wie man diese Renovation und Instandstellung dieses Projekts, dieses Farbprojekts eben dann auch umsetzt. Sie werden Ihnen das dann genau erklären in Ihrem Referat. Und an dieser Stelle bleibt mir einfach noch ganz kurz zu danken, eben dem Haus der Farbe. Sie organisieren das immer, diesen Treffpunkt Gestaltung im Handwerk. Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Sie bringen immer diese schönen Themen hier zu uns. Und es gibt einen Veranstaltungssponsor, der diese Reihe unterstützt. Das ist die Firma Schlagenhauf aus Meilen, ein großer Handwerksbetrieb. Gipser, Malerarbeiten, Fassaden und noch ganz vieles mehr. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist von Schlagenhauf. Jawohl, da hinten ist die Abgesandten von der Firma Schlagenhauf. Ganz herzlichen Dank. Ich übergebe an dieser Stelle an Steffi. Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, Ihnen heute ein Projekt vorzustellen, das so gelungen ist, weil die Zusammenarbeit so gut war. Und das ist auch immer ein Ziel von unserem Treffpunkt Gestaltung im Handwerk, nämlich übergreifende Zusammenarbeit aufzuzeigen, den Mehrwert von Interdisziplinarität sozusagen. An einer meiner allerersten Kunstgeschichte-Vorlesungen an der Uni in Zürich hat Professor Sennhauser die Frage gestellt, so ins Publikum: Was ist schlimmer als schöpferische Denkmalpflege? Niemand hat sich getraut, etwas zu sagen, und er hat die Antwort selber gegeben. Er hat gesagt: unschöpferische Denkmalpflege. Das ist mir geblieben. Ich glaube, Denkmalpflege ist nie unschöpferisch, aber es ist wichtig, dass sich die Denkmalpflege dessen bewusst ist. Und was wir heute zeigen, ist ein Akt, der sehr viel Schöpferisches in sich hat, aber auch sehr, sehr viel Detektivarbeit, Genauigkeit und Präzision im Umgang mit einem Denkmal.
Es geht um ein Gebäude aus dem 20. Jahrhundert und diese Gebäude haben einen anderen Anspruch an Denkmalpflege als ein Gebäude, wie es zum Beispiel dieses links ist, die Kirche Erlenbach aus dem 19. Jahrhundert. Farbe und Form sind bis ins 19. Jahrhundert untrennbar verbunden und ein Befunduntersuch an Farboberflächen führt ganz viele Details zutage in Bezug auf die Form, in Bezug auf die Farbe, in Bezug auf die Technik und so weiter. Im 20. Jahrhundert ist das anders. Da haben wir Farbräume, da geht es um Atmosphäre, um Stimmung. Und ein Untersuch kann nicht das ganze Bild kreieren, sozusagen. Und heute möchten wir Ihnen unsere Methode vorstellen, wie wir dieses Bild versuchen zu vervollständigen. Das Farbstimmungsbild, das in einem Gebäude mal geherrscht hat oder vielleicht dann eben auch wieder herrschen soll. Also es geht ganz stark um Farbe und Raum und wir sind der Meinung, diese Methode, die ist vor allem eben bei Bauten aus dem 20. Jahrhundert eigentlich extrem wichtig. Ein Beispiel, wir haben auf diesem Tisch dort drüben ein paar Arbeiten noch mitgebracht, die wir in ähnlicher Art und Weise schon gemacht haben, also andere jetzt als dieses in Drachten. Hier ist ein Beispiel von ein Gebäude von Lux Guyer, ein Wohnhaus in Küsnacht an der Oberen Schiedhalde, wo ein unglaubliches Farbkonzept vorhanden war, aber nicht in der ersten Schicht, sondern in der zweiten Schicht. Und wir hatten die Gelegenheit, beim Umbau dort in diesem Haus Untersuche machen zu dürfen. Und wir haben uns auf diese zweite Schicht konzentriert, weil sie uns extrem interessiert hat. Und wir haben ganz viel herausgefunden, indem wir eben die Farben nachgemischt haben, die wir gefunden haben. Und indem wir versucht haben, nachzuvollziehen, warum ist diese zweite Schicht so extrem anders als alles, was sonst war, so extrem eigen. Und mit Archivforschung und so weiter haben wir dann herausgefunden, dass eben Lux Guyer selber dort gewohnt hat in dieser Zeit, wie sie vorgegangen ist. Und unter anderem geht es eben dann darum, auch in Betracht zu ziehen, dass wir mit unseren heutigen Farbreferenzen, die wir haben, also wenn wir eine Farbe abnehmen, dann arbeiten wir mit gängigen Farbsystemen, aber die hatten die Künstler, Architekten, Maler der damaligen Zeit eben noch nicht. Das heißt, sie haben, wie man es hier jetzt sieht, Lux Guyer zum Beispiel hat bestimmt mit Baumann Prase gearbeitet, das war das Farbsystem der 20er, der 30er Jahre. Und das ist eine andere Farbwelt, als wenn wir mit einem System arbeiten, wie wir es heute benutzen und auch zu Recht benutzen. So Dinge, die man in Betracht ziehen muss. Und wir freuen uns, Ihnen heute jetzt anhand eines Beispiels diese Methode so im Detail zu erläutern. Und wir freuen uns ganz extrem, dass Lisette Kappers eben aus Rotterdam extra gekommen ist, denn ohne sie hätten auch wir diese Arbeit nicht leisten können. Nicht nur, weil sie uns geholt hat, sondern vor allem, weil sie unendlich viel Vorarbeit geleistet hat. Sie ist wirklich eine Farbforscherin mit Leidenschaft. Wir freuen uns, was du uns erzählst. Okay, danke. Guten Abend. Mein Name ist Lisette Kappers. Und ich habe dann die Farbuntersuche in Brachten gemacht, bin da gefragt durch die Stiftung von Duisburg-Rinzimmerhaus, weil in Drachten ist dann die Wohnungen gebaut werden und eine Wohnung haben die Stiftung gedacht, die würden wir uns als Museumwohnung machen. Also haben sie mich gefragt, da mal Untersuch zu machen. Die Farbpalette in dieser Wohnung sind entworfen durch Van Doesburg. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber in Holland ist die sehr bekannt als Künstler und auch als Künstler, der sich mit Architektur bemüht hat.
Und er machte dann solche schöne Farbzeichnungen. Und dann ist man gleich interessiert eigentlich. Und wenn ich da angefangen habe, dann habe ich das gesehen. Und diese Häuser haben mich gleich fasziniert eigentlich. Weil es sind ja so für Holland sehr traditionelle Wohnungen. Es ist nichts Großartiges dabei, sehr, sehr normal. Aber dann das Farbpalett, was heute dran ist, das ist ja exzeptionell. Und diese zwei Welten, ja, ich komme aus Holland, ich versuche es in Deutsch, also verzeih mir ein bisschen. Aber diese zwei Sachen, die haben sich dann gestritten, das hat mich fremd angeschaut. So, das, warum ist das zusammengekommen? Und diese Farben, die jetzt drauf sind, die sind in die 80er Jahre aufgestrichen, weil dann die Bewohner dieses Blocks, die haben gewusst, dass von Duisburg da die Farbpalette gemacht hat. Die haben sich die Zeichnungen angeschaut und haben gedacht, das müssen wir so malen. Und das ist so eine Interpretation von den Zeichnungen und nicht, ist nicht basiert auf Untersuch. Und die Farben, die gewählt sind, die sind auch so aus dem Kopf gedacht, das passt dann schon in die Zeit und so Mondrian-achtig. Also dann mit dieser Frage von mir habe ich angefangen. Was ist da passiert? Warum sieht es so aus? Und warum passt es nicht zusammen? Und hier ist es gebaut in Drachten. Das ist eine kleine Stadt im Norden von Holland. Und es ist eine U-Form. So sind 16 Wohnungen. Und eins der Wohnungen, das rote Wohnung, ist die Wohnung, die hat man bestimmt. Das soll das von Duisburg-Rinsmer-Haus werden. Und da ist dann die Untersuchung angefangen. Ich will Ihnen ein bisschen erzählen über Farbuntersuch, wie man das so macht. Normalerweise, und auch hier sind ja sehr viele Ausnahmen, weil es so unglaublich viel Dokumentation darüber gekommen ist. Man fängt ja an mit Archivuntersuch vor einem. Sehr viele Bilder waren nicht da, aber wir haben es versucht, wieder rauszufinden von früh und später dann von Familienalbums und so alles so ein bisschen zu sammeln. Und das hilft uns dann mit der Untersuchung ins Haus. Und auch gab es an der Zeit, war es natürlich ganz modern und hat ganz Drachten hat darüber gesprochen, was da so passiert ist. Und auch in die Zeitungen hat es viele Zeitungen gegeben. Und das haben wir dann auch gefunden. Und dann gab es natürlich von Duisburg sehr viele, sehr schöne Zeichnungen. Das sind nur ein paar, aber man sieht schon, der von Duisburg hat sich ganz ausgelebt, er hat so schöne Sachen gemacht. Und das haben wir dann auch vorhanden. Das könnten wir alle studieren, weil wir wollten von der Wohnung nicht nur die Außenseite, aber auch die Innenseite. Und von der Innenseite haben wir uns gefragt, ist dann dieses bunte Palett von Duisburg das Werk tatsächlich gestrichen, ist das tatsächlich ausgeführt und haben die Leute darin gewohnt. Also das Glück für uns eigentlich war, dass zur Zeit der Bau dieser Häuser, das ist entworfen durch Kees de Boer, das ist ein Architekt, lokaler Architekt von Drachten. Und die hat sich interessiert für die neue Bildung, heißt das, es ist eigentlich der Stil. Und von Duisburg ist einer der Gründer der Stilbewegung. Und de Boer hat mit den Gebrüder Rinsema, das sind Künstler aus Drachten, die waren bekannt mit von Duisburg. Also die haben sich kennengelernt und de Boer hat sich gedacht, diese Künstler, die möchte ich gerne so
dabei haben und so ein paar Palettfragen zu machen für uns. Aber zur Zeit, dass die Wohnungen gebaut sind, ist von Duisburg in Weimar gewesen, da hat er Unterricht am Bauhaus gegeben. Also alle Kommunikation über dieses Projekt ist mit Briefe gegangen. Und die Korrespondenz von Duisburg an der Bur, der haben wir wieder finden können im Archiv. Also wir haben ganz viele Erzählungen von Duisburg gefunden über dieses Haus. Und das haben wir alles transkribieren müssen, um das lesen zu können. Und da kam sehr viel Information auch dabei. Es hat schon kleine, schöne Zeichnungen gegeben mit Anweisungen. Ich möchte gerne das oder vielleicht rot oder blau. Und das haben wir dann auch alles bestudieren können und zusammennehmen können mit all die Zeichnungen, um zu sehen, was war dann eigentlich der Absicht von Duisburg. Die große Frage für mich war, was hat von Duisburg gemeint zu machen, was wollte er idealiter in diese Wohnungen machen und was ist dann ausgeführt davon. Und eigentlich während den Untersuch habe ich noch ein Stadium dabei gefunden, das ist dann in die Kommunikation mit dem Architekt und dem Künstler zusammen, haben sie dann zusammen auch noch einen neuen Entwurf eigentlich machen müssen durch Entscheidungen, die schon gemacht werden sein bei dem Architekt. Und eins von diesen, will ich ein Beispiel geben, ist die Boden. Die sind hier gekommen in so eine schöne Zeichnung mit aller so Farbfläche. Und hier sieht man dann, dass von Duisburg gerne hier so blau und rot und gelbe Fläche so auf die Boden wollte. Und da haben wir gedacht, na schön, das kann man sich denken, dass er das will. Aber dann haben wir nachher auch diese Zeichnung gesehen. Und da ist es alles grau. Also schwarz, grau und weiß auf dem Boden. Und da haben wir gedacht, was ist dann passiert? Diese Zeichnung ist von der Straße, der Torenstraße, und diese Wohnung sind die zwei Wohnungen in die andere Straße. Ist das denn die Absicht von Duisburg gewesen, um zwei differente Farbpalette zu machen, Farbkonzepte für die Wohnungen, oder was ist da passiert? Und dann haben wir in die Briefkommunikation haben wir dann so lesen können, dass die Absicht von Duisburg war, dass in die farbigen Boden, dass es Stein sein muss, Fliese. Und dann hat er geschrieben an der Bur, wenn es keine Fliese gibt, weil der Bur hat dann, denke ich, ihm geschrieben, dass es Holz ist, das ist in Holland sehr normal. Und dann hat, ja, habe alle Wohnungen. Und dann hat er von Duisburg zurückgeschrieben, wenn es Holz ist und gestrichen muss werden, dann besser keine Farbe, aber nur grau, schwarz und weiß. Also wenn man diese Sachen dann zusammennimmt, dann sieht man das anders und dann muss man das anders interpretieren. Also all diese Interpretation haben wir von Archiv gemacht. Man sieht dann ja auch extrem, dass das so ein Künstler ist, oder? Gehst du nochmals eines zurück? Hier, das ist ja der Garten, zeigst du mal den Garten. Ja. Genau, also er hat auch den Garten eigentlich schon farblich geplant, oder? Es ist auch Kunst, oder? Ja. Und das ist auch eine totale Schwierigkeit zu überlegen, was ist jetzt hier Plan und Information, ja, und was ist die künstlerische... Was ist so seine Gedanke, ja, genau. Das war total schwierig, weil die Zeichnungen sind nicht die Zeichnungen von einem Architekt oder einem Techniker. Die Zeichnungen sind die Zeichnungen von einem Künstler. Zum Beispiel hier die Treppe, das hat man gedacht heute, dass das die Hälfte der Treppe blau und die andere Hälfte rot sein muss. Aber das ist ganz nicht wahr. Das war die Wand musste hier blau sein und oben rot. Naja, das muss man dann interpretieren. Und das hat, jeder hat da, ist das schwierig gewesen für alle.
auch für den Bauer, für den Architekt. Und es kamen auch Zeichnungen, so wie hier, und dann hat er so die Türe und die Fenster so eingezeichnet, und das sollen dann auch Farbe gehen und die Schränke. Und hier ist wieder so die Treppe, aber die Treppe musste schwarz und weiß werden. Das haben wir dann in die Briefe wieder gefunden, so genaue Anweisungen, wie die Treppe dann so gemalt werden soll. Und er hat auch so solche Zeichnungen gemacht, und dann sieht man so genau so rote Türe und gelbe Rahmen, blaue Fenster. Und dann sind hier auch, sieht man, die Tapete auf die Wand eingezeichnet. Nicht die ganze Wand, aber nur auch Fläche. Und die Tapeten, die sollten dann grau werden. Er hat auch nicht nur die Plätze von den Farben kommuniziert, aber auch die Farbtöne. Es war für von Duisburg, der war Künstler, also er hat sehr viel über Farbe gewusst und hat da auch sehr genau über kommuniziert. Und von jeder Farbe hat er so Farbharmonien gemacht. Und die sind dann immer zusammengekommen mit so einem Tapetmuster. Weil das Tapet hat so die Hintergrund, so ein grauer, flacher Hintergrund sein müssen. Und die Farben, das sind meistens drei, ein Dreiklang, die mussten dann das, die Farbe machen in das Raum. Und da hat er so seine eigene Gedanke gehabt. In das Haus gibt es ein erster Stock noch, der Grund ist erster Stock, heißt es. Und zweiter Stock. Erdgeschoss und erster Stock. Und erster Stock. Und da auch differente Licht in die Räume. Und da hat von Duisburg mit der Burg kommuniziert, du sollst sich die Räume anschauen und sehen, wie viel Licht drinnen kommt. Und wenn es helle Räume sind, kommt viel Licht drin, dann kann man so ein Tapet nehmen, was ein bisschen mehr dunkel ist und auch stärkere Farben. Und wenn es dunkler Raum ist, dann muss man ein lichteres, ein helleres Tapet und hellere Farben, so weniger starke Farben nützen. Und so hat er viele, viele von diesen Farbharmonien geschickt und mit allen Anweisungen drauf. Wozu eine Farbharmonie für die Küche, für die Schränke, für die Boden und hier für verschiedene Räume. Und da hat er zu der Burg gesagt, du musst dich das aussuchen. Und du musst mit dieser Kommunikation musst du dann so meinen Plan ausführen. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist dann davon gekommen? Weil von Duisburg ist mit diesem Farbkonzept, mit diesem Entwurf gefragt, weil der Bau schon gebaut werde. Also die Maler, die haben eigentlich schon dabei gestanden mit der Grundfarbe. Was müssen wir malen? Und dann kamen diese Zeichnungen. Also es war spät im Prozess. Und ich habe mir, dass die große Frage ist dann, was hat denn der Bauer ausführen können von all dieser Information, die er bekommen hat. Und dann kommt das Wichtigste, eine Untersuchung, und das ist die Untersuchung an die Anstriche selbst. Und das ist, was dann so die Wohnung war. Es ist eine ganz normale Mietwohnung. Und die Leute, die waren ausgezogen und haben es so hinterlassen. Und hier fängt man dann an. Wir haben schon hier oben im ersten Geschoss haben wir schon die Decke abgenommen, die später reingemacht sein würden. Und das sieht man eigentlich gleich, dass das nicht so ausgeführt ist, wie von Duisburg das gemeint hat. Von Duisburg hat für die Decke vielleicht sehr farbig gedacht. Oh, hier. So viel Farbe und mit die Bande von Weiß drumherum. Also da habe ich gleich gedacht, ach, was ist denn da passiert und was ist dann hier schon ausgeführt. Und dann geht man kratzen eigentlich mit dem Messer
Und hier auch auf die Tapete, aber meistens auf die Anstriche. Und geht man alle Anstriche, macht man Stratigraphien. Und Stratigraphie, das heißt, so kratzen, jeder Fach ist dann ein Anstrich. Und dann geht man so von heutiger Zeit zurück zu 1920 und dann kommt das Holz. Also diese haben wir ganz über das ganze Haus gemacht. Heutige Zeit, was überall weiß, aber da unten ist dann viel passiert. Und dann muss man sich sehen, dass man weiß, was man sieht. Ist das dann Grundfarbe und das die erste Anstrich? Oder ist das die erste Anstrich oder der? Naja, was passiert da? Das muss man wissen. Und dann macht man Stratigraphien. Das ist die Stratigraphien von einem Raum. Und die kann man dann vergleichen. Und dann sieht man gleich hier und die. Hier ist schon ist blau unter diese rote Zeit. Und dann denkt man direkt, oh, vielleicht ist hier dann auch ein Anstrich. Nicht eine Grundfarbe, aber Anstrich. Und dann geht man mit diesen Stratigraphien, nimmt man ein Muster und die kann man dann in dem Mikroskop sehen und untersuchen. Und im Labor kann man sehr viel sehen. Hier mit dem Auge in das Haus sieht man 1, 2, 3 Schichten. Aber wenn es dann unter dem Mikroskop gesehen wird, dann sieht man 1, 2, 3, 4, 5. Und das gibt mir Informationen. Weil dieser Aufbau, das Farbpalett, das ist für diese Zeit in Holland sehr exemplarisch. So haben, wenn ein guter Maler ist, dann macht er das. Und dann auch noch sieht man hier so die Vorlack, ein wenig andere Farbe wie die letzte Anstrich. Und auch kann man hier in diese Anstriche, diese Punkte blau und weiß, das sind dann die Pigmente, die kann man sich untersuchen, chemisch, und dann weiß man, welche Pigmente genützt sein. Und das gibt dann auch wieder Informationen. In diesem Fall hat man Ultramarin genützt mit Zinkweiß. Und Ultramarin hat die Neigung, wenn es nicht sehr viel Pigmente drinnen ist, um ein bisschen rot-blau zu werden. Und dann kann man hier sehr deutlich sehen. Und hier auch ist dann die letzte Schicht, die gab ein bisschen mehr Ultramarin. Man kann auch an dieser Schicht sehen, ob es Veränderungen gibt, ob es ein Licht gewesen ist. Also das gab dann auch Information, dass es eine Endschicht gewesen ist und nicht ein Vorlack. Hier zum Beispiel sieht man ein wenig dunkler, das Blau, und da sieht man auch gleich, da sind da mehr Pigmente drinnen. Also dann bekommt man so eine Ahnung, das kann dann schon die Absicht gewesen sein, eine andere blaue Farbe zu sein. Und hier zum Beispiel sieht man diesen exemplarischen Aufbau, aber dann gibt es noch eine drauf und die sieht sich ähnlich. Und was muss ich dann mir abnehmen? Welche Farbe ist dann die richtige? Ist es dann diese letzte? Ist es eine Korrigierung auf die da unten? Aber wenn wir dann diese chemisch untersuchen, dann sehen wir gleich, dass diese Farbe, dieser Anstrich, die hat chemische Stoffe darin, die gab es noch nicht in 1922. Also muss das von später sein. Viel später, das ist von nach 1945. Also dann wissen wir gleich, dass dieses Blau ins Haus sehr lange offen gewesen ist. Und sehr lange, noch 20 Jahre oder so, haben die Menschen dann drin gelebt. Das ist auch tolle Information. Und da muss das, wird man dann alles gut dokumentieren, weil nach mir kommt vielleicht noch einer, der weiß noch mehr und was will etwas noch mehr besser untersuchen. Und man muss sich dann gut dokumentieren.
Und hier sieht man die Treppig, die Wand der Treppig. Der hat von Duisburg gesagt, der muss blau werden. Und da haben wir hier so Fenster offengelegt, weiß und blau. Und wenn wir das dann vergleichen mit den Zeichnungen von Duisburg hier, das war der Plan, ganz blau oder blau mit weißen Streifen. Und der Bur hat dann das ganz anders gemacht eigentlich. Und dann denkt man, ach, das ist ja auch schade. Das ist eine Wohnung, die würden wir neu machen oder restaurieren in die Farbtöne von Duisburg. Und die gibt es nicht. Was macht man dann? Aber dann haben wir für die Bauuntersuchung haben wir dann herausgefunden, dass diese Wohnung, diese eine Wohnung war die erste Wohnung, die gebaut ist und auch die erste Wohnung, die angestrichen ist. Also da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es möglich, dass die erste Wohnung so eine Probe war. Und tatsächlich habe ich dann in diese Briefe von Duisburg Anweisungen gefunden, dass der Bur ihm geschrieben hat, ach so toll deine Zeichnungen, ich habe damit die Decke so gemacht und die und da hat, wir haben nur die Reaktion von Duisburg lesen können und da hat von Duisburg gesagt, das was du da machst, das ist ganz nicht die Absicht, da musst du nicht machen, ich habe nicht gesprochen über weiße Decke, ich will, dass du alles genauso macht, wie ich dir gezeichnet hat. Und dann habe ich mich gedacht, okay, dann muss ich auch mit die, oh, hier ist noch so wie der Bur das dann gemacht hat, hier die Treppig und am Boden war dann keine Farbfläche, das war ganz grau und all die Türen sind blau und weiß ist für, eigentlich alles weiß. Und das ist dann alles, was ich so an die Zeichnungen und die Briefe so gedacht habe, das ist die Absicht von Duisburg gewesen. Dann habe ich mich gewundert, vielleicht ist es mit den Nachbarn dann doch etwas anders gestrichen. Und da habe ich glücklicherweise sind da viele, viele schöne Nachbarn gewesen, sehr enthusiast, die meisten, die haben sich schon selber dann eine eigene Interpretation dieser Zeichnungen gemacht und fröhliche Malerei gemacht. Aber das sind einige Wohnungen gewesen, die haben dann es gut gefunden, dass ich mich meine Messe in die Anstriche so kaputt gemacht habe und konnte ich da überall bis zum Holz schauen. Und es gab auch Nachbarn, die haben dann Türen gebracht, die sie nicht brauchten. Also mit diesen Sachen habe ich dann bei allen Nachbarn so vorsichtig ein bisschen so kleine Fenster machen können. Und das hat uns dann gelernt, dass die Nachbarn schon, das ist eine Nachbar, die das, was ich dort weiß, habe ich dann auch eingesehen. Und dann sieht man, die Nachbarn sind dann ganz konsequent eigentlich fast wie die Pläne von Duisburg ausgeführt. Also das war für uns natürlich sehr, sehr schön. Und das hat uns auch eine Grund gegeben, weiterzugehen mit den Plänen von Duisburg, aber auch mit den Plänen von der Bur. Aber dann weiß man, hier ist es blau, hier ist es weiß, hier ist es gelb. Aber dann ist natürlich sehr wichtig auch, welches Blau und welches Gelb und welches Rot. Und das ist dann noch eine ganze Sache danach, was man machen muss. Und da habe ich, natürlich haben wir dann diese Information, diese Farbfenster. Man hat die Information von der Schichte, wie sehen die aus, sind die gleich oder nicht, worauf sind die aufgebaut. Und das alles zusammengenommen, kann man sich so einen Eindruck machen, naja, das Blau hier ist ganz anders als das Blau hier, da kann ich mich denken, wenn ich das so sehe, das ist anders. Aber das Rot, ja, ist das hier dasselbe wie hier oder hier? Das wird schon ein bisschen schwieriger, weil hier ist das so
eine Veralterung zu sehen, auch von dem Öl, die genützt ist, die ein bisschen vergelbt ist. Und ist das dann hier nicht vergelbt oder ist es eine andere Farbe? Und das ist auch schon eine schwierige Frage. Und ich habe mich selbst von alles, was ich da so gesehen habe, da habe ich die Farben abgenommen mit so einem modernen Fächer. Und mit dieser Information habe ich gedacht, in die Torestraße bei 3 und bin ich nach Maren, da muss es irgendwie 3 blaue geben oder vielleicht 1 rot und 1 gelb. Naja, das war dann die Frage. Und mit dieser Frage und dieser Information haben wir dann Haus der Farbe gefragt, schau mal mit uns dabei und schau mit uns richtig nach die Farben. Und darüber kann der Marcella Ihnen alles erzählen. Ja, ich habe, wenn ich Lisette so zugehört habe, ist mir fast schwindlig geworden und ich hatte so Flashbacks an die Zeit, an diese intensive Zeit, die wir in Drachten verbracht haben. Das war wirklich eine crazy Woche. Das waren wirklich so unglaublich viele Informationen und wenn man das hier so sieht, dann tut das einem ja direkt gut und man denkt so, ja, hey, ihr habt doch die Codes, hey, streicht es doch an, so Hauptsache es ist frisch und ihr könnt das Museum aufmachen. Nach der Anfrage sind wir sehr motiviert nach Drachten gereist, Steffi und ich, und das sind natürlich so diese inneren Bilder, die setzen sich zusammen aus ganz vielen Dingen, die wir schon wissen, die wir kennen. Es sind viele Klischees, es sind wirre und irre Geschichten um Theo van Doesburg mit seiner Nelly, Freundschaften mit Mondrian, mit rechts. Oh, ach, das wollte ich anders drücken. Wo ist das zum Drücken? Ja, aber wo kann ich? Nein, aber wenn ich da. Oh. Hier rechts, das ist ein Gemälde von einem seiner Freunde, Thies Rinsema. Rechts das selbst, ein frühes Selbstporträt von Theo van Doesburg selbst. Diese ganze Geschichte mit dem Dada, dieses sehr aktive, auch verspielte und so dieses auch obsessive Herantasten an die Architektur und dieser gepaart mit einem sehr sensiblen und anspruchsvollen Umgang mit der Farbe an sich. Wir hatten diese Farbharmonien, die hatten wir bei einem früheren Besuch schon im Museum in Drachten, konnten wir die nicht verglast bereits betrachten. Wir kannten sie. Da zu dem Zeitpunkt gerade eine Ausstellung war, waren diese Harmonien dann, die Sie vorhin auch gesehen haben bei Lisette, die waren da hinter Glas. Es gab aber immer wieder Momente, also wir haben uns ein Atelier eingerichtet in diesem Torenstraat 3, sind aber dauernd wieder zurück zu diesem Museum, sind mit unseren Farbmustern, die wir gestrichen hatten, sind wir wieder vor Ort und wir haben dauernd Vergleiche gemacht mit eben diesen Originalentwürfen im Wissen, dass diese zum Teil in Gouache aufgestrichenen Farbmuster von diesen Farbharmonien, dass da Pigmente oxidiert sind, das Chromgelb, das so ins Grünliche abgekippt ist, ähnlich wie die Mona Lisa ja auch nicht mehr so bunt ist, wie sie heute ist. Aber wir hatten ja wirklich das Ziel, so das Kolorit wiederzufinden, das dann auch gilt eben für diese Renovation dieses Museumhauses. Also darum haben wir eigentlich bei sämtlichen Harmonien haben wir wirklich so die wirklich gültige Antwort gesucht. Und man sieht es, also wir dachten nach den ersten 3 Tagen, die wir intensiv mit Mischen und Schauen und Diskutieren und Streiten und Positionen vertreten verbracht haben,
dachten wir eigentlich am Sonntag, hey, heute machen wir uns einen schönen Tag, wir haben es im Köcher, aber wir schauen uns das alles nochmal an. Und das hat dann dazu geführt, dass wir alles nochmal ausgepackt haben und wieder losgemischt haben. Und dann wurde es wirklich so richtig gut und wir so richtig müde. Also wir haben unter diesen Bedingungen gearbeitet. Wir haben mit Material, das zum Glück auf der Baustelle herumgelegen ist, haben wir uns ein Atelier eingerichtet. Es war auch nicht immer so leer. Manchmal fanden so spontane Sitzungen statt mit 10 Leuten und die fanden das ganz schön, dass da so Leute aus der Schweiz noch malen und sie sind um uns herum gestanden. Und wir waren eigentlich voll am Denken und haben sehr angestrengt gearbeitet. Was das Ziel war, so die Methode, die wir anwenden, das ist zum einen natürlich so im Wissen, welche Pigmente eben verwendet wurden. Aufgrund dieser Untersuchungen wussten wir, welche Pigmente verwendet wurden und konnten uns so auch Sicherheit holen in der Zusammensetzung unserer Mischungen. Wir machen unsere Mischungen immer in UV-beständigen Acrylfarben mit der Absicht, dass diese Referenzen dann wirklich auch stabil sind, also dass sie auch in der Dunkelheit ihre Farbigkeit, ihren Farbwert beibehalten. Wir mischen diese einzelnen Farbtöne, wir streichen sie immer zuerst auf kleine Plätzchen aus. Die sind in Wirklichkeit sind die so klein. Wir kleben die dann auf unsere Döschen, bevor wir dann wirklich so uns das Okay geben und dann größere Flächen streichen. Und was wir machen, wir sind nie zufrieden mit einem Farbton allein, sondern wir überprüfen die Summe dieser Farbtöne immer in Bezug auf die gesamte Komposition. Also in Bezug jetzt bei Theo van Doesburg, in Bezug auf seine Farbharmonien. Also dass es eben unterschiedliche Rot gibt mit verschiedenen Blau kombiniert, dass es sogar eben statt des Gelbs manchmal auch dieses Sachtgrün gibt, dieses zarte Grün gibt und das dann immer in sich stimmigen eben Harmonien, wie er hat ja diesen Begriff auch gebraucht, dass es dort in sich immer funktioniert. Und hier sieht man unten jetzt so die gesamte Palette, wie wir sie haben. Oben, das ist so eine Impression aus unserem Prozess, wo man sehr, sehr schön sieht, jetzt hier auch mit Licht und Schatten, dass es wirklich auch Sinn macht, das, was Lisette vorhin beschrieben hat, dass Theo van Doesburg eben diese verschiedenen Farbharmonien bewusst gesetzt hat, eben für unterschiedlich helle Räume oder dunkle Räume, je nachdem, wo sie in diesen zwei Stöcken verteilt sind. Und man sieht es hier, schon wieder falsch gedrückt, Entschuldigung. Hier, oder, wo das Licht hereinscheint, wie das so wirkt noch oder noch verstärkt wird, jetzt, weil zufälligerweise dieses helle Blau da liegt. Also es gibt im Ganzen schon einen Sinn. Ja. Und was man auch sieht, zuerst haben wir nämlich die Harmonien so ausgelegt, das Rot neben das Gelb, neben das Blau. Und dann haben wir gemerkt, nein, in seinem Konzept treffen die Farben nie aufeinander. Es gibt immer eine weiße Linie zwischen den Farben. Also die Rahmen der Türen sind weiß und nur die Füllungen sind farbig. Es gibt Rahmen rund um die Tapeten, es gibt Fußbodenleisten und so weiter. Und dann haben wir das so korrigiert sozusagen, um für uns eben überprüfen zu können, wie das wirkt und ob es wirklich stimmt. Das ist dann so wirklich so dieser handwerkliche Teil, wo wir
sehr, sehr sorgfältig, aber auch mit großer Routine diese Farben gestrichen haben. Wir sind da, ja, wir haben uns perfekt ergänzt. Und was wirklich so die Krux ist, wir sind schon extrem gute Käben, oder? Also wir geben dann die besten Papiere, die hat Lisette. So. Und wir haben das, was wir hier haben, das ist, erstens ist das alles, was wir haben. Lisette hat je zwei große Bögen bekommen, wir nur so ein kleines. Und wir haben wirklich ganz, also die sind, das ist Ausschussware, die wir haben. Aber es geht ja hier nicht um den Anstrich, sondern um die Farbwerte unserer ganzen Palette. Und hier jetzt so abschließend nur mit diesen kleinen Kärtchen einmal aufgezeigt, der Unterschied der Palette. Oben sieht man die Farbpalette der Torenstraat 3, also von diesem jetzigen Museumshaus. Und unten die Farbpalette Torenstraat 3 mit den beiden Befunden, die man im Nachbarhaus, also das See, Blau und das Rose, wie heißt es? Roserot. Und das Blau. Das und? Das helle Blau auch. Das helle Blau, ja, genau, das helle Blau. Die dunkle ja, Blau, ja. Ja, stimmt, ja, genau. Mit diesen drei Tönen noch dazu. Also das ist die Farbpalette von C.S. de Bur nach Anweisung oder die Interpretation von C.S. de Bur zu den Farbharmonien. Man hat sich ja, das hast du noch nicht erwähnt, glaube ich, entschieden, in diesem Museumshaus bestimmte Räume nach C.S. de Bur zu erhalten, also zu belassen, dass man so diesen Prozess und diese Geschichte wirklich auch ablesen kann in manchen Räumen. Das heißt, im Museumshaus gibt es diese Variante hier, das ist das de Bur, Gelb, so haben wir es genannt, und eben das alte Weiß, also das patinierte Weiß, das wirklich halt vergilbt ist. Also das wird so belassen, aber einfach instand gesetzt. Und das hier ist das effektive Gelb von Theo van Doesburg mit dem damaligen Wunsch eben des Weiß, so dieses strahlende Weiß. Vielleicht kann ich da noch dann dazu sagen für diese Palette, dass es für uns nicht nur wichtig war, das Palette ganz gut festzulegen und sich zu überlegen und anzuschauen, was das Palette war. Aber es ist auch sehr wichtig für uns, um zu nützen in den Restaurationen. Wenn man bauen wird, man muss kommunizieren mit dem Maler. Und ohne diese Palette kann man nicht kommunizieren. Man muss wissen, das würden wir machen. Und damit, das ist auch ein Mittel, um zu bauen. Ja, ja. Also das heißt eben diese farbstabilen, diese lichtechten Referenzen, die dienen dann auch eben für die Kommunikation an die Industrie als Handmuster. Und auch dann in 50 Jahren, ja, dass sie das nochmal unterhalten können. Können sie genau immer noch das nutzen. Ja, ja. Genau. Und ganz wichtig, ich habe das schon erwähnt, oder? Das ist hier jetzt die Palette von Theo van Doesburg, Farbe an Farbe gestoßen, nicht mit diesem Weiß dazwischen. Aber ich habe, ich glaube, das ist so der wesentliche Teil, den wir mit unserer Erfahrung auch beitragen können, nämlich, dass wir eben nicht nur einzelne Farbtöne wiedergeben können, das ist relativ schnell gemacht. Also da gibt es einfach nur dieses stimmt oder stimmt nicht. Das, was uns sehr wichtig erscheint und was auch der Intention von Theo van Doesburg mit Sicherheit gerecht wird, ist, dass eben dieses gesamte Kolorit, also das hier alles zusammen in sich einen stimmigen Sinn gibt. So, es kann nicht sein, dass wir 20 wissenschaftlich beweisbare Wahrheiten nebeneinander addiert in einen Raum einfügen, ohne
die veränderte Zeit, gealterte Böden und so weiter mit einzubeziehen. Das heißt, wir nehmen diese Wahrheiten und überprüfen sie in der Stimmigkeit zueinander und schrauben daran, bis es der ursprünglichen Intention eine logische Entsprechung gibt. Das sind jetzt noch unseren Farbmüsterchen die neuen Farbharmonien. Harmonien, also vor allem du nimmst das ja jeweils eigentlich fast wörtlich, oder? Marcella spricht dann immer in der Sprache der Musik oder immer wieder mal. Das beeindruckt mich immer, also dass es halt wie um ein Ensemble geht und dieses Ensemble muss zusammenspielen. Du kannst das besser erklären. Ja, also es ist so, oder wenn ich das, was ich eben mit Wahrheiten zueinander addiert habe, wenn ich das, damit meine ich eigentlich, dass ich da so verschiedene Töne habe, die können durchaus hörbar sein und ich spiele die dann so auf einem ganz hochpräzisen, scheppernden, billigen Ding, das einfach messbar die richtige Tonlage wiedergibt, aber sie klingt nicht, sie ist so da, sie ist einfach so tot, so hyperpräzis, so technisch. Und wenn ich dann auf einem wohltemperierten Instrument spiele, dann werden solche Unterschiede sichtbar. Also das ist hier die Sammlung dieser Referenzen, die eben vorhanden waren, so als erstes Bild. Das sind Seekens oder NCS oder RAL Design, was für standardisierte Farbtöne, die heute unentbehrlich sind für die Farbkommunikation. Also ohne die würde es für uns viel, viel schwieriger werden. Aber diese Farbreferenzen, die dienen uns dann eigentlich nur zur Annäherung, um dann am Schluss das in sich stimmige, gültige, hochpigmentiert frische Gesamtbild wieder zu erlangen. Also wir können mit diesen technischen Farbmustern gelingt es uns nur ganz, ganz schlecht, wirklich einfach die Referenz zu nehmen. Es hat auch damit zu tun, dass in den gängigen Farbsystemen heute diese Buntreihen, die sind nie komplementär gemischt. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Gelb, und da wird dieser Buntwert oder diese Trübung, die hängt nur zusammen mit mehr oder weniger Anteil Schwarz respektive Weiß. Also die sind in sich sind die schon so einfach so. Das sind so Convenience-Farben, die wirklich nur für die Kommunikation dienen, aber nie für die Rezeptur. Also es gibt keine zum Beispiel NCS oder RAL-Farben, wo es Gelb und Blau drin hat. Das gibt es nicht. Es hat entweder Gelb mit mehr Rot drin oder Gelb mit mehr Grün drin. Wir waren nicht die einzigen angefressenen und leidenschaftlichen Leute vor Ort. Das ganze Thema mit diesen Tapeten, da sind wir Nico Lingbeck begegnet. Er ist ein absoluter, man würde es gar nicht denken, wenn man ihn so sieht. So, er sieht so aus wie so ein traditioneller Handwerk mit traditionellem Werkzeug, aber er trickst Hightech-Geräte aus und macht verbotene Dinge mit seinem Printer, wenn ich ihn richtig verstanden habe, und kreiert dann wirklich ausgehend von diesen Originaltapeten aus dieser Zeit, kreiert er mit ganz, ganz tolle Print-Tapeten, von denen haben wir hier ein Beispiel auch dabei, das man dann auch anschauen kann. Hier? Ja. Ha? Was? Die neue Farbe. Ja, wir haben gemeint, wir hätten kein Bild von außen. Voilà. Das habe ich für mich behalten.
Ja, hier sieht man das neue Blau. Es ist wirklich ein helles Blau außen. Und das ist ja, also mir kommen fast die Tränen, wenn ich diese Palette hier sehe. Was haben wir für dieses Gelb gekämpft? Da gab es wirklich so, wir hatten wirklich so Positionen, es gab so Phasen in unserer Zusammenarbeit, wo wir so ganz, ganz, ganz lange an unseren Haltungen oder unseren Ideen festgehalten haben und die auch verteidigt haben durch alle Böden, bis wir wirklich von den anderen fundiert überzeugt werden konnten für dieses Richtige. Und wenn man dann irgendwie zwischendurch waren, hatten wir alle mal recht. Und das, genau so sollte es auch sein, für das es dann am Schluss in einer unglaublich schnellen Zeit und trotzdem mit höchster Sorgfalt so zum Glänzen kam, wie man es hier unten links sieht, diese beiden, die gehören eigentlich in dieses Museum rein. Rechts sieht man einen sehr schönen Blick, hier vorne noch der alte Zustand und hier drin die erste Perspektive in dieses wahrgewordene Traumstück. Die Erfahrung, ja. Traumerfahrung. Ja, liebe Referentinnen, ganz herzlichen Dank für diese Geschichte, eine Art Forensik-Farbkrimi, könnte man sagen. Das war wirklich sehr beeindruckend, diese ganze Geschichte, wie das hervorgeholt wurde aus diesen tiefen Schichten, wie das überlagert wurde im Laufe der Zeit. Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen aus dem Publikum, irgendwie. Will noch jemand etwas ergänzen oder gibt es Meldungen aus dem Publikum? Ja, alles klar. Dann scheint alles klar zu sein. Was ich dringend empfehle, schauen Sie sich die Farben hier vorne im Original auf dem Tisch an. Das auf dem Beamer ist natürlich immer ein etwas verfälschtes Bild der Farben. Hier bekommen Sie einen genaueren Einblick, wie das dann eben in Holland genau aussieht, und anschließend oder zuvor können Sie sich da hinten ein Glas Wein holen und mit den Referenten und unter Ihnen anstoßen und etwas Kleines essen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und einen schönen Abend.